Hallo Internet, hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zu einem schnellen kleinen Unboxing von diesem schönen Teil hier. Das ist die Limited Collector's Edition von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain für die PS4, das ja seit gestern endlich offiziell erhältlich ist. Und es gab im Vorfeld, oder was heißt im Vorfeld, es gab Gerüchte, dass angeblich in der Collector's Edition bestimmte Download-Codes nicht drin sind. Dann gab es ein bisschen eine Kontroverse, weil die Japaner, wie es eigentlich immer der Fall ist, eine bessere Version bekommen als wir. Und im Endeffekt habe ich jetzt auch schon im Vorfeld gehört, dass wohl die Verpackung nicht so den Produktbildern entspricht, wie man sich das vorstellt, und dass einige Leute damit unzufrieden sind. Und wir schauen uns das einmal gemeinsam an. Eine Frage, die ich mir direkt stelle, ist, seht ihr das hier? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, aber hier ist die Folie schon eingerissen. Und ich verstehe wirklich nicht, wie sowas im Prinzip eigentlich passieren kann. Weil da muss doch einer wirklich, na gut, vielleicht wenn sie den Karton aufgeschnitten haben, aber naja. Und walte ich meines Amtes und entferne diese schändliche Folie. Das erste, was jetzt schon direkt auffällt, ist, dass diese Lederoptik gar keine Lederoptik ist, beziehungsweise gar kein richtiges Leder ist. Eigentlich war das zu erwarten natürlich, dass sie keinen Kasten mit echtem Leder verbauen, aber mein Gott, man bezahlt dafür 100 Euro. Da könnte man das eigentlich schon erwarten. Also das hier sieht aus wie Leder, ist es aber nicht. Das ist stinknormaler, bedruckter Karton. Der hat ein ganz kleines bisschen Struktur, aber es ist halt wirklich kein Leder. Also ist das schon mal verarsche. Dann haben wir hier Pappschlaufen. Das ist wie zu erwarten eigentlich, denn wenn wir das Ganze da drauf drücken würden, sieht das ja ein bisschen blöd aus. Jetzt muss ich mal schauen, wie die befestigt sind. Denn ich will mir ja eigentlich... Ah, okay, die sind hier festgeklebt. So eine Art Heißklebepistole. Klapp. Könnte das hier unten auch der Fall sein. Denke ich mal. Ja. Und das löst sich leicht ab. Dann haben wir jetzt noch das Inlay. Das auch hier vermutlich nicht. Jetzt schauen wir mal. Hier haben wir, das ist wirklich ganz schön, das Diamond Dogs Logo. Es ist halt nicht nur drauf gedruckt, sondern es ist halt wirklich eine Art, ja, sag mal, Plastik-Emblem. Ja. Ich frage mich jetzt, das hier ist anscheinend nur ein Streifen Papier bzw. Karton. Und ich sehe nicht, oder wie ich den abmachen kann. Versuch's mal so. Ah, ich bin ein Fuchs. Das ist auch relativ schwer, wirklich, das Emblem. Ach, ich glaube, das ist jetzt hier nur so festgeklebt. Ich mach das jetzt mal nicht ab, aber ich glaube, das ist ein Magnet. Ich kann mich auch irren, aber diese schwarze Unterseite sieht für mich sehr nach Magnet aus. Na gut. Dann schauen wir mal, wie geht das jetzt auf? Okay. Ich mache, glaube ich, mal lieber so. Oder ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Okay. Also hier hinten ist es fest. Ich kann den Karton nicht einfach so abziehen. Dementsprechend ist es wohl so gedacht, dass man das nur so wie einen kleinen Sarg aufgebärt. Ah,
Okay, hier in Weiß. Das wird schon der, was bei der Collector's Edition eigentlich das eigentliche Hauptaugenmerk ist, der bionische Arm sein. Da ist das gute Stück. Bionic 6. Okay, er ist leichter als erwartet. Gut, war eigentlich klar, dass der nicht komplett aus Metall ist, aber er ist wirklich sehr leicht. Hier dran. Natürlich nicht die Fingerchen kaputt machen. Na, bist du wohl. So. Hier unten ist auch noch. Was ist denn das? Ah, okay, das kann man abmachen. Das ist er, der bionische Arm von Snake. Also die Finger lassen sich auf jeden Fall gut bewegen, aber es ist halt nur Plastik. Ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht oder gehofft, dass hier zumindest ein bisschen Metall dran verbaut ist. Aber bis auf diese Schrauben und die Scharniere selbst ist das alles nur Plastik. Ja, und hier haben wir halt die Basis, die man abnehmen kann. Kontroverse zu diesem Arm ist, dass ihr seht ja, definitiv ist das keine normale Handgröße. Das ist ein Babyarm. Baby Snake. Und die Japaner, die haben einen Arm in der richtigen Größe. Das heißt, deren Arm ist im Maßstab 1:1. Und dieser ist 1:2. Wo ich mir denke, selbst wenn das 1:2 ist, muss Snake echt arg kleine Hände haben. Denn wenn man das mal mit meinem Unterarm vergleicht, dann ist das wirklich definitiv nicht Maßstab 1:2. Also zumindest nicht nach meinem Verständnis. Aber gut. So, was ist jetzt hier noch so drin? Ah. Das Steelbook. Was ist nur in der Collector's Edition anscheinend gibt, denn bei Amazon bekommt man ein anderes Steelbook. Was ist das? Ach, das wird diese Making of Blu-ray sein. Dann haben wir hier, ich vermute mal, dass das die Karte ist. Ja, das sieht doch arg nach Karte aus. Da haben wir einmal, boah, wirklich sehr groß, Nordafghanistan. Das ist das eine Gebiet des Spiels darstellt und das andere Gebiet müsste Afrika sein. Angola, Zaire, Border Region. Das klingt doch sehr afrikanisch. Upa! So, Karte. Was ist hier noch drin? Ich glaube, das war's schon. Also das Spiel ist natürlich jetzt noch drin und die Box hier ist dann leer. Hier ist noch so eine Art, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, ja, so eine Art Papp-Hervorstehung. Ich dachte, da wäre vielleicht auch noch was drin. Aber nein, da ist nichts. Und hier natürlich noch das Spiel selbst. Also ich muss schon sagen, dass das einzig hervorstehende oder besondere an dieser Edition wirklich dieser Arm ist.
Und in Anbetracht der Größe dieses Arms würde ich persönlich sagen, ist die Special Edition nicht unbedingt ihre 30 bzw. 40 Euro, je nachdem nach welchem Preis man geht, mehr wert, die sie es denn ist. Aber gut, Metal Gear Solid ist halt Metal Gear Solid, das letzte Spiel von dem Meister Kojima, und da bezahlt man diesen Preis gern. Ich werde jetzt erstmal anfangen, ein wenig zu zocken natürlich, endlich mal, und sage dann bis zum nächsten Mal, hauen Sie, bauen Sie!